deine Worte zum Spiel, wurden die Erwartungen erfüllt? Absolut, heute 3500 Leute im Stadion, zwei Traditionsclubs, die aufeinandertreffen, Derby of Love war wunderschön. Heute hat es nur einen Sieger gegeben und das war der Wiener Fußball und der österreichische Fußball. Das war wunderschön und das, glaube ich, hat allen gut gefallen und seinen Zweck erfüllt. Unglaubliches Erlebnis, dass beim Freundschaftsspiel 3.500 kommen, ist halt auch ein Wahnsinn. Es ist geil, einfach da zu spielen, macht Spaß. Naja, das Derby ist immer ein besonderes Spiel, allein schon Tradition, Wiener gegen Sportclub oder umgekehrt. Immer viele Leute, immer viele Fans, immer super Stimmung, immer was Besonderes. Das macht auf jeden Fall Spaß, bei so einem, man muss schon fast sagen, einem Event teilzunehmen. Ja, unglaubliches Gefühl, hat mich gefreut, vor so einer Kulisse da das Tor zu machen. Und ja, freut mich auch fürs Team, dass wir bewiesen haben, dass wir auch noch das Regionalliga-Niveau haben und somit auch den Sieg eingefahren sind. Intensiv, schwierig, wir waren eine extrem junge Truppe, wir haben ganz viele neue Spieler gehabt, mit denen wir noch nicht einmal zusammengespielt haben. War sehr, sehr schön, so mal zu spielen. Und hat einen riesen Spaß gemacht. Ich denke, wir haben uns gut verkauft. Dann auch zweite Halbzeit haben dann den Vorsprung zum Glück über die Runden gebracht. Und ja, die Jungs können stolz auf sich sein und haben jetzt mal frei.